Nun geht's weiter. Behälter vorgereinigt hat auch mit Einweichen nicht wirklich viel gebracht. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Hier draußen konnte ich ja schon mal den Rost entfernen mittels einer kleinen Drahtbürste auf Bohrmaschine. Und somit habe ich auch dann innen drin den Kanal gleich vom Rost, soweit es geht, befreit. Ja, die Konstruktion, eine sehr ominöse Konstruktion mit einem, ja, wie nennt man ihn? Schleifaal nenne ich ihn jetzt mal. Habe ich verwendet oder ja, habe ich mal verwendet für Zylinderkopfbearbeitung, weil man da gut reinkommt. Und das werde ich jetzt hier mal ausprobieren. Also man sieht schon mal einen Erfolg. Da noch dreckig und da, wo ich geschliffen habe, da wird es hell. Also es scheint zu funktionieren mit der ganz kleinen weichen Polierbürste. Ja, Ergebnis zeige ich euch gleich. So, knapp eine Viertelstunde später sieht das Ergebnis mit dem Schleifen dann so aus. Zufrieden. Man kann nachher auch wieder Minimum und Maximum gut erkennen. Also mir reicht so. Das ist eine super Sache. Muss ich auch zugeben, habe ich auch das erste Mal jetzt so gemacht, sonst die anderen Behälter, die ich so mal gereinigt habe im Laufe meines Lebens, da reichte es nun mal so mit dem Spülen. Oder der Kunde hat auf Wunsch einen neuen Behälter bekommen im Fahrzeugbereich. Aber wie gesagt, das ist ja hier für uns. Und die Behälter sind ja auch ein bisschen rar. Ups, die kommen ja nicht gerade mal so gau um die Ecke. Dann erstmal wieder tschüss.